Ja, besten Dank für die Einführung und vielen Dank für die Einladung. Wie wir bereits gehört haben, Bitcoin ist sehr stark vertreten in den Medien. Also wenn Sie in den letzten Jahren nicht auf dem Mond gelebt haben, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass Sie einmal von Bitcoin in der Zeitung gelesen haben oder sogar in der Tagesschau davon gehört haben. Diesen Vortrag teile ich in drei Teile. Zuerst erzähle ich Ihnen, wie Bitcoin funktioniert. Danach werde ich erzählen, was es mit Smart Contracts auf sich hat. Und im dritten Teil spreche ich über digitale autonome Organisationen oder abgekürzt DAOs. Hier auf der rechten Seite sehen wir einen Screenshot von einer Bitcoin Wallet. Eine Bitcoin Wallet ist ein Programm, mit dem ich Bitcoins senden und empfangen kann. Hier in diesem Beispiel sehen Sie zum Beispiel die Bitcoin Wallet der Bitcoin Association Switzerland. Wir sind da ganz, ganz transparent, was unsere Finanzen angeht. Gut, nehmen wir einmal an, Alice möchte Bob einen Bitcoin senden. Was passiert jetzt genau? Alice macht eine Bitcoin-Transaktion und in dieser Bitcoin-Transaktion steht eigentlich, sende ein Bitcoin an die Bitcoin-Adresse von Bob und Alice signiert diese Transaktion mit einer digitalen Unterschrift. Doch Alice sendet diese Transaktion nicht direkt an Bob, sondern sie sendet die Transaktion an einen Computer im Bitcoin-Netzwerk. Bob weiß zu diesem Zeitpunkt noch nichts von der Transaktion. Der Computer, der diese Transaktion erhält, macht nun einige Prüfungen dieser Transaktion. Er prüft, hat Alice überhaupt genug Bitcoins, um diese Transaktion zu machen. Dafür hat der Computer eine Datenbank gespeichert, in der alle Transaktionen, die je passiert sind im Bitcoin-Netzwerk, aufgezeichnet sind. Und somit kann der Computer überprüfen, ob Alice auch tatsächlich im Besitz eines Bitcoins ist. Falls dies der Fall ist, prüft der Computer weiter, ob dieser spezifische Bitcoin nicht bereits ausgegeben wurde. Falls das nicht der Fall ist, prüft er natürlich auch noch die digitale Unterschrift von Alice. Gehen wir davon aus, diese Prüfungen sind alle bestanden. Gut, dann speichert der Computer die Transaktion bei sich und er leitet die Transaktion weiter an die benachbarten Computer im Bitcoin-Netzwerk. Jeder Computer, der diese Bitcoin-Transaktion erhält, macht die genau gleichen Prüfungen dieser Bitcoin-Transaktion. Und nur wenn es eine gültige Transaktion ist, wird die Transaktion weitergeleitet im Netzwerk. Und so früher oder später erfahren alle Computer im Netzwerk von dieser Bitcoin-Transaktion und auch Bob erfährt früher oder später von dieser Transaktion. Ab diesem Moment ist die Transaktion in seiner Wallet sichtbar und er sieht, dass Alice ihm einen Bitcoin geschickt hat. Jetzt zu diesem Zeitpunkt ist die Transaktion aber noch nicht bestätigt. Jetzt werfen wir mal einen Blick auf die Computer. Jeder Computer im Bitcoin-Netzwerk sammelt ständig alle Transaktionen, die noch nicht bestätigt wurden. Und gleichzeitig probieren sie ein rechnerisch extrem schwieriges Rätsel zu lösen. Dieses Rätsel lösen nennt man in der Bitcoin-Welt Mining. Dieses Rätsel ist so kalibriert, die Schwierigkeit des Rätsels ist so kalibriert, dass alle 10 Minuten, im Durchschnitt alle 10 Minuten, ein Rätsel gelöst wird. Gehen wir nun davon aus, dass dieser Computer dort ganz links hat eine Lösung gefunden für das Rätsel. Nun darf dieser Computer aus den unbestätigten Transaktionen einen Block kreieren. Und für diesen Block bekommt er eine Belohnung vom Bitcoin-Netzwerk. Er bekommt nun 25 Bitcoins aus dem Bitcoin-Netzwerk. Das entspricht heute ungefähr 23.000 Schweizer Franken. Ist also eine üppige Belohnung.
Außerdem darf dieser Computer darf alle Transaktionsgebühren behalten, die in diesen Transaktionen enthalten sind. Also jede Transaktion im Bitcoin-Netzwerk muss auch eine kleine Gebühr bezahlen. Diese Gebühr geht an diese Miner. Dann befinden sich in einem solchen Block von Transaktionen befinden sich noch einige wichtige Informationen. Zum Beispiel muss in diesem Block eine korrekte Lösung des Rätsels enthalten sein. Außerdem enthält der Block eine Prüfsumme des vorherigen Blockes. Dazu komme ich später noch, was das genau bedeutet. Auf jeden Fall macht jetzt dieser Computer so einen Block mit all diesen Informationen und Transaktionen drin und sendet diesen Block nun genau wie eine Bitcoin-Transaktion an irgendeinen Computer im Bitcoin-Netzwerk. Dieser Computer prüft dann, genau wie bei der Bitcoin-Transaktion, macht dieser Computer einige Prüfungen. Er prüft, ist es der neueste Block, von dem ich erfahren habe? Ist die Lösung des Rätsels wirklich korrekt und sind alle Transaktionen in diesem Block tatsächlich gültige Transaktionen? Und nur wenn alle diese Prüfungen bestanden sind, speichert der Computer diesen Block bei sich ab. Und genau wie die Bitcoin-Transaktion wird dieser Block, sendet der Computer diesen Block dann weiter an die benachbarten Computer, welche dann wieder diese gleichen Prüfungen machen auf diesem Block. Von diesem Block, bis dieser Block schlussendlich im gesamten Netzwerk verteilt ist. Und früher oder später erfährt auch Bob von diesem Block, also besser gesagt seine Wallet, erfährt von diesem Block und seine Wallet kann nachprüfen, dass diese Transaktion von Alice nach Bob tatsächlich in diesem Block enthalten ist und ab diesem Moment ist diese Transaktion einmal bestätigt worden. Mit jedem folgenden Block kommt eine Bestätigung dazu. Gut, werfen wir nun nochmal einen Blick auf diese Blöcke. Wie ich erwähnt habe, befindet sich in jedem Block eine Prüfsumme des vorherigen Blockes. Somit gibt es also eine Referenz auf den vorherigen Block. Und somit bildet sich eine Kette von diesen Blöcken. Deshalb sprechen wir von einer Blockchain. Gut, jetzt zoomen wir ein bisschen heraus und sehen uns diese Blöcke mal an oder diese Blockkette. Im Normalfall folgt immer ein Block auf den neuesten Block. Also die Kette verlängert sich immer eins ums andere. Doch Bitcoin ist ja nicht ein zentrales System, das heißt, es läuft nicht irgendwo auf einem Server, sondern es ist ein verteiltes Netzwerk. Bitcoin läuft auf tausenden Computern gleichzeitig. Deshalb kann es auch sein, dass zwei Computer in diesem Netzwerk fast gleichzeitig eine Lösung finden für dieses rechnerische Rätsel. Und so ist es möglich, dass plötzlich ein inkonsistenter Zustand herrscht in diesem Bitcoin-Netzwerk. Das heißt, ein Teil des Netzwerks erfährt zuerst von diesem Block und der andere Teil erfährt zuerst von diesem Block. Die Computer im Bitcoin-Netzwerk betrachten immer den Block als gültig, von dem sie zuerst erfahren haben. Also, wenn ich jetzt im Teil des Netzwerks bin, der von diesem Block zuerst erfahren hat, dann ignoriere ich diesen Block. Gut, wie geht es jetzt weiter? Ja, die Computer, die machen dann genau gleich weiter. Also sie probieren einfach die Kette zu verlängern, und zwar die Kette, die sie zuerst gesehen haben. Und irgendwann wird entweder der obere oder der untere Teil der Kette wird früher oder später verlängert. Und sobald das passiert, wird die kürzere Blockchain wird sofort als ungültig betrachtet. Also nur dieser Block, nicht die ganze Blockchain. Dieser Block wird nun als ungültig betrachtet. Das heißt,
alle Transaktionen, die sich in diesem Block befanden, sind auf einen Schlag nicht mehr gültig. Das ist aber nicht schlimm, weil im Normalfall befinden sich hier und hier genau die gleichen Transaktionen. Das ist nur wichtig für den Fall, dass jemand versucht, den gleichen Bitcoin an zwei verschiedene Leute zu senden. So kann es vorkommen, dass in diesen beiden Blöcken sich Transaktionen befinden, die sich widersprechen. Und durch diesen Mechanismus, durch dieses Protokoll, kann genau das verhindert werden, dass ein Bitcoin zweimal ausgegeben werden kann. Und danach geht es ganz normal weiter. Genau, die große Errungenschaft von Bitcoin ist es genau diese Konsistenz zu erreichen. Also wir sind in einem Netzwerk, es ist ein verteiltes System und trotzdem ist es durch dieses Rätsellösen und durch diese Blockchain ist es möglich, eine konsistente Datenbank von Transaktionen zu haben. Ist ein bisschen merkwürdig formatiert, aber das ignorieren wir jetzt. Blockchain ist eine neuartige Datenstruktur mit sehr speziellen Eigenschaften, sehr einzigartigen Eigenschaften. Es ist, wie gesagt, es ist eine dezentrale Datenstruktur, die nach einer gewissen Zeit immer konsistent ist. Eine Blockchain ist absolut fälschungssicher. Durch diese Prüfsummen wird eigentlich sichergestellt, dass sich nichts in der Blockchain verändern kann, ohne dass dies sofort deutlich wird. Also auch wenn ich nur ein Bit verändern würde, irgendwo in dieser Blockchain, würden sich die Prüfsummen aller folgenden Blöcke verändern. Die Bitcoin-Transaktionen sind nicht reversibel. Also je länger die Transaktion zurückliegt, desto kleiner ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Transaktion rückgängig gemacht werden kann. Üblicherweise sagt man, nach einer Stunde ist es 100% sicher, dass eine Transaktion nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Und Bitcoin bietet optionale Privatsphäre. Nicht wie in meinem Beispiel beschrieben, die Bitcoins werden nicht von Person zu Person transferiert, sondern eigentlich von Bitcoin-Adresse zu Bitcoin-Adresse. Wer nun aber hinter diesen Bitcoin-Adressen steckt, das ist in der Regel unbekannt. Man hat jedoch die Möglichkeit, zum Beispiel als Bitcoin Association Switzerland, kann man seine Bitcoin-Adresse publik machen und somit sind sämtliche Transaktionen, die über diese Adresse laufen, auf einen Schlag bekannt. Nun kommen wir zum nächsten Teil, Smart Contracts. Smart Contracts sind eigentlich selbst ausführende Verträge in der Blockchain. Der Term Smart Contracts, den gab es eigentlich schon vor der Erfindung Bitcoin, nämlich wurde der 1993 bereits von einem berühmten Kryptografen Nick Szabo geprägt. Und eigentlich kann man sagen, dass jede Bitcoin-Transaktion ist schon ein kleiner Smart Contract. Nicht ein sehr komplexer Vertrag, sondern zum Beispiel sende ein Bitcoin an Bob, ist auch schon eine Art kleiner Vertrag. Wenn man sich den Code von Bitcoin anschaut, dann wird eigentlich ziemlich deutlich, dass der Erfinder von Bitcoin bereits ein bisschen vorausgedacht hat und solche komplexere Arten von Transaktionen, solche Smart Contracts angedacht hat. Zum Beispiel kann man bei Bitcoin eine Transaktion mit einer Zeitkomponente kreieren. Man kann zum Beispiel sagen, diese Bitcoin-Transaktion, die einen Bitcoin an Bob sendet, ist erst im Jahr 2030 gültig.
Oder Bitcoin erlaubt es auch, Transaktionen zu erstellen mit mehreren Parteien oder mit mehreren Schlüsseln in diesem Fall. Also zum Beispiel kann man heute schon mit Bitcoin eine Transaktion generieren, die besagt, dieser Bitcoin kann nur freigeschalten werden, falls Schlüssel A und B vorhanden sind. Diese Transaktion wird dann in der Blockchain gespeichert und irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt kann mit Schlüssel A und B dieser Bitcoin freigeschalten werden und zum Beispiel an Alice gesendet werden. Nun, Bitcoin, kann man sagen, ist wirklich primär ein Zahlungssystem oder ein Währungssystem. Doch die Technologie, die dahinter steckt, die könnte man eigentlich auch für generelle Anwendungsfälle verwenden. Und genau das hat sich Vitalik Buterin im Jahr 2013 gedacht, als er die Idee für Ethereum hatte. Und Ethereum ist eine Plattform für Smart Contracts. Man könnte sagen, Ethereum ist eine Allzweck-Blockchain. Es handelt sich nicht nur um Finanztransaktionen, sondern es können alle möglichen Smart Contracts auf dieser Plattform abgebildet werden. Im Grundsatz ist die Technologie hinter Ethereum aber eigentlich die gleiche wie Bitcoin. Oder sehr ähnlich. Bei Ethereum werden Smart Contracts in Form von Programmiercode abgebildet, wie wir das hier auf der rechten Seite sehen. Genau wie bei Bitcoin, wird jede Transaktion von jedem Computer verifiziert. Und bei Ethereum wird jeder Smart Contract von jedem Computer ausgeführt. Und die dabei entstehenden Daten werden in die Blockchain geschrieben. Bei Ethereum ist es auch möglich, ist es einfacher möglich als bei Bitcoin, auch externe Datenquellen einzubinden, wie zum Beispiel Börsendaten oder Wetterdaten oder auch Sportresultate. Und somit komme ich zu einem ersten Anwendungsbeispiel von einem Smart Contract. Stellen Sie sich nun vor, Sie sind auf einem Tennisforum und plötzlich gibt es da eine Diskussion, wer nun der bessere Tennisspieler ist, Roger Federer oder Rafa Nadal. Und diese Forumbenutzer, die sich aber nicht kennen, einigen sich nun, eine Wette abzuschließen. Jetzt gibt es aber ein Problem. Wie kann wird Alice wirklich bezahlen, wenn Roger Federer gewinnt? Und genau gleich, wird Bob wirklich bezahlen, wenn Rafael Nadal gewinnt? Gut, jetzt gibt es eigentlich drei Möglichkeiten, um dies sicherzustellen. Entweder kennen sich Bob und Alice, sie sind gute Freunde, sie vertrauen sich, dann können sie diese Wette natürlich einfach abschließen. Oder andere Möglichkeit, sie haben einen gemeinsamen Vertrauten. Oder das kann auch ein Wettbüro sein, zum Beispiel ein Wettbüro, dem sie beide vertrauen, können sie dort die Wette abschließen und das Wettbüro stellt sicher, dass diese Gewinne der Wette auch tatsächlich ausbezahlt werden. Oder mit Ethereum haben Sie nun auch die Möglichkeit, aus dieser Wette einen Smart Contract zu machen. Und das könnte ungefähr so aussehen. Entschuldigung für die Formatierung. Keine Angst, es gibt nicht mehr Code. Aber ich bin sicher, das kann jeder verstehen. Also dieser Smart Contract prüft zuerst, ob beide Wettteilnehmer tatsächlich den Wettbetrag einbezahlt haben. Falls dies nicht der Fall ist,
werden die Wettbeträge wieder zurückgesendet an die Absender. Falls beide den Betrag einbezahlt haben, wird geprüft, ob Roger Federer den Match gewonnen hat. Und falls er den Match gewonnen hat, bekommt Bob den gesamten Wetteinsatz und andernfalls bekommt Alice den gesamten Wetteinsatz. Dieser Smart Contract, diese Wette, wird nun in der Blockchain gespeichert. Und irgendwann, zu einem späteren Zeitpunkt, macht Bob tatsächlich seinen Wetteinsatz. Und irgendwann später macht auch Alice ihren Wetteinsatz. Und vielleicht einen Tag später findet dann das Spiel statt. Und natürlich hat Roger Federer das Spiel gewonnen. Und nun teilt ein sogenanntes Orakel teilt dies eigentlich mit in dem Smart Contract, teilt das Resultat dem Smart Contract mit und dann kann die Logik dieses Smart Contracts ausgeführt werden und Bob bekommt den kompletten Wetteinsatz. Ja, das war jetzt ein einfaches Beispiel für ein Smart Contract. Es gibt aber viele weitere Anwendungsbeispiele für solche Smart Contracts. Zum Beispiel könnte man einen Smart Contract erstellen, der sagt, verkaufe 10 UBS-Aktien, um am 1.1.2018 für je 16 Franken. Und schon hätten wir eine Art Futures in der Blockchain. Oder man sagt, teile die gesamte Dividendenzahlung unter allen Aktienbesitzern gleichmäßig auf, proportional auf, und wir hätten eine Art Aktie in der Blockchain. Oder man sagt, zahle 10.000 Schweizer Franken aus, wenn es am 1.2.2017 geregnet hat in Zürich, und wir haben eine Art Wetterversicherung. Oder man sagt, verdopple den einbezahlten Betrag mit einer Wahrscheinlichkeit von 49,5%, und wir haben eine Art Casino in der Blockchain. Und so gibt es viele Anwendungsmöglichkeiten für solche Smart Contracts. Das waren jetzt alles Beispiele mit monetären Transaktionen. Aber die Technologie Blockchain beschränkt sich nicht auf monetäre Transaktionen, sondern es können auch physische Objekte mit der Blockchain kommunizieren und mit der Blockchain verbunden werden. So gibt es zum Beispiel eine Firma, die schon heute solche Smart-Schlösser entwickelt hat. Und so kann über die Blockchain können eigentlich Schlösser aufgemacht werden und geschlossen werden. Das könnte man sich auch für Autos vorstellen. Und so könnte man sich zum Beispiel vorstellen, dass es schon bald ein Airbnb ohne Menschen gibt. Und somit kommen wir zum dritten und letzten Teil, zu den Decentralized Autonomous Organizations oder kurz DAOs. DAOs sind Firmen, die ohne Menschen funktionieren. Aber machen wir nochmal einen Schritt zurück. Eine typische Topologie eines Smart Contracts sieht ungefähr so aus. Es sind üblicherweise verschiedene Partien, die untereinander einen Smart Contract haben. Und dieser Smart Contract regelt irgendwelche Eigentumsverhältnisse zwischen diesen Identitäten. Die Topologie eines DAOs sieht ungefähr so aus. Also wir haben nicht mehr einen Smart Contract, sondern es sind eigentlich verschiedene Smart Contracts im Zentrum, die verschiedene Logiken beinhalten und die miteinander kommunizieren können. Und durch diese Logik können theoretisch ganze Business-Logik abgebildet werden in Form von Smart Contracts. Das Spezielle an DAOs ist, dass ein DAO nicht nur Code ist, sondern dass eine DAO auch
über Kapital verfügt. Das heißt, dieses Konstrukt von Smart Contracts hat ein Kapital und kann dieses Kapital auch nutzen, um zum Beispiel Softwareentwickler anzustellen, um sich selbst zu verbessern oder zu erweitern. Oder er könnte theoretisch auch Produkte einkaufen oder mieten, die DAO. Also die Menschen stehen eigentlich nur noch am Rande und sind Nutzer dieser DAO und sind nicht mehr und führen diese DAO nicht. Also es gibt kein CEO, sondern der CEO ist eigentlich durch Code ersetzt in einer DAO. Gut, ich mache ein Beispiel. Ein bisschen ein Science-Fiction-Beispiel, das gebe ich zu. Trotzdem ist es mit heutiger Technologie rein theoretisch möglich, so etwas zu realisieren. Und zwar als Beispiel möchte ich einen dezentralisierten Taxidienst skizzieren. Diese DAO, dieser Taxidienst besteht aus verschiedenen Smart Contracts, die verschiedene Aufgaben übernehmen. So gibt es zum Beispiel einen Smart Contract, der das Matching macht zwischen Fahrer und Autos. Die Autos haben natürlich keine Fahrer, sondern das sind selbstfahrende Autos. Dann gibt es einen Smart Contract, der die Versicherung regelt, falls mal ein Auto kaputt gehen sollte. Es gibt einen Smart Contract, der die Fahrten, die Routenberechnungen regelt. Und es gibt einen Smart Contract, der die Entwicklung regelt von dieser DAO. Also dieser Smart Contract würde Softwareentwickler bezahlen, um sich selbst weiterzuentwickeln, sozusagen. Genau, und natürlich könnte diese DAO auch Autos einkaufen oder mieten und so weiter. Also diese DAO agiert wie eine normale Firma, jedoch ohne menschliche Führung. Gut, das war jetzt ein bisschen Zukunftsmusik, aber dass wir uns nicht so weit davon entfernen, zeigt dieses Projekt, das im letzten Sommer online gegangen ist. Das ist eigentlich ein dezentralisierter Investmentfonds, der sich The DAO nennt. Ist ein bisschen ein ungünstiger Name, aber ja. Dieser Investmentfonds hat keine Manager. Das heißt, er existiert nur in Form von Code. In diesen dezentralisierten Investmentfonds können Investoren investieren. Das heißt, diese DAO besitzt nachher Kapital. In diese DAO können danach Investmentvorschläge eingereicht werden und die Investoren, die auch Geld investiert haben, die können dann entscheiden, ob sie diesen Investmentvorschlag annehmen wollen oder nicht. Falls sie den Investmentvorschlag annehmen, beginnt die Produktentwicklung mit einer Partnerfirma. Und wenn das Produkt tatsächlich fertiggestellt ist, wird dieses natürlich vertrieben und die Erträge von diesem Produkt werden wieder einbezahlt in diese DAO oder werden ausbezahlt an die Investoren. Diese DAO hat natürlich viel Furore ausgelöst und war mit mehr als 133 Millionen US-Dollar Investments war das die größte Crowdfunding-Kampagne, die es je gab, aller Zeiten. Also die Leute haben dem vertraut und haben da insgesamt 133 Millionen US-Dollar reingesteckt. Leider schlug die Realität schon sehr bald zu und diese DAO wurde gehackt. Das zeigt uns, dass diese Technologie noch sehr jung ist und mit viel Risiken, dass es viele Risiken gibt, aber trotzdem sind wir nicht Jahrhunderte davon entfernt. Gut, nun zum Schluss.
möchte ich den Vortrag noch abschließen mit dem sogenannten Gartner Hype Cycle. Dieser Graph beschreibt die typische Entwicklung von neuen Technologien. Laut Gartner befindet sich Bitcoin im Moment, oder besser gesagt Blockchain, gerade fast an der Spitze von diesem Hype Cycle. Und ich glaube, das sieht man auch, wenn man die ganzen Schlagzeilen der Medien liest. Trotzdem bin ich überzeugt davon, dass diese Technologie eine große Errungenschaft ist und uns noch weit in die Zukunft beschäftigen wird. Das ist meine persönliche Überzeugung. Und somit möchte ich mit diesem Zitat von einem berühmten Zukunftsforscher abschließen, der gesagt hat, dass wir dazu tendieren, neue Technologien kurzfristig zu überschätzen, aber langfristig zu unterschätzen. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz vielen Dank, Raphael Förmli, für diesen spannenden Einblick. Wir haben noch 2-3 Minuten, vielleicht für eine Frage, zwei. Es könnte sein, dass noch etwas nicht ganz klar ist. Jedenfalls bei mir ist es so, aber ich lasse mal gerne das Mikrofon zirkulieren, kurz zur Information. Es ist nicht verstärkt, aber wir zeichnen es auf, damit Sie nachher in Ruhe nochmal die nicht ganz simplen Ausführungen da nachschauen können auf YouTube. Also, schauen Sie doch mal. Vielen Dank. Ist es bekannt, wurde diese DAO gefundet, diese über 100 Millionen Dollar, war das in Bitcoin oder wie wurde das? Genau, also das habe ich nicht erwähnt. Ethereum hat eigentlich eine eigene Währung, ist da eingebaut, sogenannte Ether. Und diese 133 Millionen, das waren nicht wirklich US-Dollar, sondern das waren Ether, die aber einen Marktwert hatten von 133 Millionen US-Dollar. Also das Geld ist nur digital verloren. Die Tatsache, dass 50 Millionen Dollar einem Hacker zum Opfer gefallen sind, hat das irgendwelche Auswirkungen jetzt auf die Technologie? Hat man da schon erste Schlüsse gezogen daraus? Ja, also Auswirkungen hat das definitiv. Das hat natürlich alle ein bisschen zurück zur Realität geholt, nach dieser Euphorie, die da herrschte, nach diesem großen Investment. Wirkliche Auswirkungen, es war natürlich sehr schlimm für diese Ethereum-Plattform und viele haben dann gesagt, ja, ich wusste es doch, das funktioniert sowieso nicht. Ich glaube oder ich hoffe, dass das ausgelöst hat, dass da mehr Forschung noch betrieben wird, damit man wirklich beweisen kann, dass solche Dinge nicht gehackt werden können. Weil es war wirklich, schlussendlich war es ein menschlicher Fehler, der das ermöglicht hat, dass dieser DAO gehackt werden konnte. Ja. Eine zweiteilige Frage zur Bildung der Blöcke. Erstens mal kann nur ein Block gebildet werden, wenn wirklich ein Bitcoin gemeint wurde. Und ist die Geldmenge damit eigentlich unerschöpflich? Also können beliebig viele Bitcoins damit erzeugt werden? Oder gibt es da eine Obergrenze, weil die Rätsel zu kompliziert werden? Gute Frage. Also ich finde sie sehr gut, die Frage. Aber ich glaube, wir haben nachher noch beim nächsten Referenten die Möglichkeit, genau auf das einzugehen, wenn ich unterbrechen darf. Können wir die Zeit optimal nutzen? Abgesehen von der Netzwerktechnologie ist eigentlich Bitcoin vergleichbar mit der Wir-Währung in der Schweiz? Es gibt vielleicht kleine Parallelen, aber anders als wir können Bitcoins eben nicht unerschöpflich generiert werden, sondern die Bitcoin-Menge ist begrenzt. Das ist eine spezielle Eigenschaft von Bitcoin. Und außerdem ist es eine globale Währung, das ist auch noch ein Unterschied. Während wir wirklich nur in der Schweiz akzeptiert wird, kann ich mit Bitcoin auch in Japan oder in Amerika bezahlen.
Aber es gibt sicher Parallelen, was die Ideologien hinter diesen beiden Währungen angeht. Merci. Gibt es weitere Fragen? Ja. Beim Mining erbringen ja alle Computer diesen Arbeitsnachweis, um das Rätsel zu lösen, diesen Proof of Work. Genau. Das ist extrem stromineffizient. Gibt es auch alternative Ansätze? Es gibt alternative Ansätze. Ethereum funktioniert im Moment noch ziemlich gleich wie Bitcoin, aber sie haben den Plan, zu wechseln auf Proof of Stake. Dann wird nicht mehr mit Rechenpower gearbeitet, sondern mit der Geldmenge, die Leute besitzen. Es ist, ja, ich glaube, ich habe keine Zeit, um da ins Detail einzugehen. Wir machen einen Folgeanlass dazu. Wie wird ein Server zu einem Bitcoin-Server? Indem man sich das Bitcoin-Programm herunterlädt und das installiert und dann auf Start klickt, mehr oder weniger. Also es kann wirklich jeder kann da mitmachen. Auch bei mir zu Hause läuft natürlich ein Bitcoin-Server, der Teil vom Netzwerk ist. Man kann ihn auch abschalten, wenn man ihn wieder anschaltet, dann synchronisiert er sich wieder mit den anderen Computern. Also der muss nicht immer online sein. Meiner ist aber immer online. Wie überprüft ein DAO, bevor es den Contractor, also den Softwareentwickler, bezahlt für eine Leistung, um sich selbst zu verbessern, ob dieser den Vertrag eingehalten hat und nicht irgendeinen Dummy-Code geliefert hat? Das ist eine gute Frage. Diese Prüfung muss natürlich irgendwie in diesem Smart Contract enthalten sein. Jetzt zum Beispiel könnte man sich vorstellen, dass dieser Smart Contract irgendwelche Tests ausführt und wenn diese Tests dann successful sind, dann wird der Entwickler dafür bezahlt. Das wäre zum Beispiel eine Lösung für dieses Problem. Gut, ich denke, es sind vielleicht noch nicht ganz alle Fragen beantwortet, aber du hast dich sehr gut geschlagen. Vielen Dank auch nochmal für die Fragerunde. Applaus